Hallo, hier ist Kip und wir spielen wieder Psychonauts. Es ist ja schon jetzt eine ganze Weile her, aber ja, legen wir gleich los. Nicht labern, sondern loslegen. Zurück aufs Feriencamp. So. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Gucken, was muss ich hier machen? Ah! Na bitte. Also ich erkläre jetzt nicht groß, was es in dem Spiel geht. Ich fange einfach an zu spielen. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Fahren wir sofort. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Als Anerkennung für deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erhältst du hiermit die offizielle Auszeichnung für Pyrokinese. Ui, das bedeutet, ich kann Feuer entfachen. Ich freue mich schon auf. Hey, wo sind wir denn hier? In deinem Verstand. Ich dachte, du bekommst die erste Pyrokinese-Lektion besser an einem vertrauten Ort. Lektion? Psst, denk jetzt an etwas, das du verbrennen willst. Oh, da gibt's einiges. Ja, du bist ja im Zirkus aufgewachsen. Aber warum willst du all diese glücklichen Erinnerungen verbrennen? Wenn sie glücklich gewesen wären, hätte ich ja nicht fortlaufen müssen. Mein Vater hasst übersinnlich Begabte und er wusste, dass ich einer war.
Den ganzen Tag lang musste ich akrobatische Kunststücke üben, um mich abzulenken. Oder er wollte mich damit umbringen. Ich weiß es nicht. Jetzt fackel mal nicht lang. Fackel lieber was. So, weiter geht's. Sorry. Ab. Verbrenne sie alle. Prima. Denk an Hitze. Na los, es wird wärmer. Mach weiter so. Na los, sieh einfach. Wow, es wird heiß hier drinnen. Rasputin, konzentriere deinen geistigen Fokus auf das Ziel und halte ihn aufrecht, während du es verbrennst. Du schaffst es. Konzentriere dich. Denk an Hitze. Rasputin, konzentriere deinen geistigen Fokus auf das Ziel und halte ihn aufrecht. Ausgezeichnet! Feuer ist hübsch. Das ist das Ende der Lektion. Du kannst jetzt gehen. Du musst mir aber eins versprechen. Du darfst die Kräfte der Pyrokinese nur einsetzen, wenn es sehr, sehr wichtig ist. Oder sehr, sehr lustig. Ich verspreche es. Also immer. Und wenn du damit Mädchen beeindrucken willst, musst du erst sicher sein, dass keine von ihnen Haarspray verwendet. Ja, cool. Vielen Dank. Gehen wir wieder zurück. Wohin soll ich Sie bringen, Agent Kraller? Wo muss ich jetzt hin? Zeit zum See zu fahren. Jawohl, Sir, Admiral, Sir. Gucken, ob es offizielle Aufgaben gibt. Das muss immer geschwind. Dinge, die ich erledigen muss. Ah, Saschas fortgeschrittenen Training absolvieren. Ah, okay. Da muss ich ja zu dem Sascha. Dogen, bist du okay? Ich hatte einen seltsamen, maschinell induzierten Traum über dich. Fernsehen? Ja. Zuerst lud mich Sascha Nein in sein Geheimlabor ein und... Fernsehen? Ist ja total hirnlos. Der Traum war echt. Dogen, keine Sorge. Ich weiß, wo eure Gehirne sind. Im Müllschlucker. In diesem irren Traum Dornbusch-Zwangsjackenturm. Hacky weg. Geh du in die TV-Lounge. Ich bleibe dran. Ich brauche nur noch etwas Training für Fortgeschrittene. Sascha wieder. Eieieiei. Geht es auch hier? Oh. Muss ich jetzt doch... Hast du sie gesehen? Nein.
meint er bloß mit sie gesehen? Oh, doch, so geht's auch. Cool. Nein. Doch. Na. Ach ja. Na. Ach ja. Nein! Sascha zu Hause ist und ob wir was tun können. Mit mir. Na, geh her. So. Ja, ouch. Aber ich muss auf den Turm klettern und Dogen vor dem verrückten Zahnarzt retten. Geduld, Rasputin. Triff dich mit Miller am Dock. Dann gelangst du auch zur Spitze des Turms und in die Abgründe deines Albtraums. Oh, ist das jetzt sein Ernst? Tja. Miller am Dock. Also ist die am Dock. Wenigstens sammeln wir Kristalle ein. Und die kommen irgendwie immer wieder. Nee, das ist falsch. Sag keinem, dass ich hier draußen bin. Roger. Wo zieht ihr doch? Das muss doch da sein. Dann müssen wir deine Mila treffen. Das war keine Mila. Wovon redest du denn? Das ist verrückt. So groß werden Fische nicht. Normale Fische jedenfalls nicht. Hey, hatte er zufälligerweise riesige glühende Augen? Sehen Sie?
Sie mal, Admiral. Ich bin ein Ruderträger erster Klasse. Na, da haben sich all die Wochen im Kanu-Simulator ja gelohnt, was? Jawohl, Sir, Admiral, Sir. Na, dann lassen wir dich mal vom Stapel. Das beste Schiff der Flotte. Ich werde gut darauf aufpassen, Sir. Der See ist nicht so friedlich oder harmlos, wie er aussieht. Fahr nicht so weit damit raus. Oh nein, das tust du nicht! Hoppla, Pech gehabt! Dummer Fisch! Jawohl, dummer Fisch, du! Na. Hältst dich wohl für was? Oh nein, das tust du nicht! Hallo Kinder! Ich hoffe, ihr genießt alle euer glückliches und sicheres Sommerlager hier am Flüsterfelsen. Ich wollte nur sagen, dass draußen auf dem schwimmenden Dock eine Party steigt und alle eingeladen sind. Das ist so lustig, Baby, oh nein, das tust du nicht! Schnappt euch ein Kanu und kommt zur Party! Hoppla, Pech gehabt! Hältst dich wohl für was Besseres, weil du schwimmen kannst! Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe! Oh nein, das tust du nicht! Wie komme ich da dran? Und wie kann ich lenken? Hä? Okay. Nur vorwärts und zurück. Kann ich nur vorwärts und... Ihr macht Scherze. Hä? Beeilung! Die Schwimmerausbildung hat bereits begonnen. Ja, wo muss ich... Wo? Komm zum Schwimmen! Bevor Scherze. Die Party vorbei ist. Hm. Wirklich? Mann. Was sonst noch? Oh, das ist bescheuert. Wow. Ihr macht Scherze. Klingt ja wie Anglerlatein. Oh, Verzeihung. Oh Mann. Ich verstehe. Jetzt geht's nur so, ich kann irgendwie nicht...
Lengo nix. Was sonst noch? Ich verstehe. Boah, das ist ein ultra nervig jetzt. Habt ihr Probleme, die wirklich tief vergrabenen, wertvollen Pfeilspitzen zu finden? Dann kauft euch eine kaum gebrauchte, höchst effektive Wünschelrute zum Sonderpreis. Wow. Aha. Erzählt mir mehr davon. Klingt ja wie Anglerlatein. Oh, Verzeihung. Ich verstehe. Mann. Wirklich? Was sonst noch? Aha. Ihr macht Scherze. Ja, schön. Probleme mit geistigen Spinnweben?
Hier im Laden im Haupthaus gibt es doch Spinnweb-Entferner. Ihr solltet schnell zuschlagen, bevor sie alle ausverkauft sind. Wow. Erzählt mir mehr davon. Was sonst noch? Ihr macht Scherze. Wow. Erzählt mir mehr davon. Verstehe. Wirklich? Nur genau geradeaus oder genau rückwärts, aber nie in irgendeine Richtung. Und ich klingt ja wie Anglerlatein. Oh, Verzeihung. Oder? Nee. Und es dreht sich jetzt auch nicht mehr wirklich. Da ist Ende. Jetzt trifft es auf die Seite. Das. Warum muss denn das jetzt unnötig kompliziert sein? Das ist jetzt unnötig. Ich verstehe. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr, Klingt ja wie Anglerlatein. Hä? Oh, Verzeihung. Hey, wow. Jetzt. Wirklich? Was sonst noch? Vergesst nicht, die Unterlagen für die Schnitzeljagd auszufüllen. Es gibt wirklich tolle Preise für den Sieger. So, jetzt. Halleluja. Da ist sie. Da bist du ja, Schätzchen. Keine Sorge, ich habe Kontakt mit deinem Vater aufgenommen. Er holt dich morgen ab. Mein Vater? Oh, ich muss weiter. Das Rennen beginnt gleich. Lilly! Oh, hey, Raz. Sieh mal, ich hab was für dich. Ist vielleicht blöd, aber... Sie haben Dogens Gehirn geklaut. Nö, der ist immer so. Ich hatte einen Albtraum, da sagte dieser irre Wissenschaftler, er wolle es rausnehmen und... War das ein eklig aussehender Freak mit Bademütze und einer Edelstahlklaue mit drei Zinken? Hey, das ist mein Albtraum. Also nicht nur ich? Aber wie? Warum das ganze Fleisch? Ich weiß nicht. Aber es wird Zeit herauszufinden, woher das kommt. Wir treffen uns heute Nacht am alten Bootshaus und reden weiter. Das ist so cool. Ja, wie in den wahren übersinnlichen Sagen Folge 314, wo... Klappe! Manu, die Typen dürfen alle am fortgeschrittenen Schwebetraining teilnehmen und ich stehe hier nur rum. Agentin Modello? Ich soll mich hier bei Ihnen zur Schwebeausbildung melden. Ich habe schon den Hindernisparcours gemacht und Sascha hat mir das Schießen beigebracht. Von Morceau habe ich nichts anderes erwartet. Aber Sascha? Sascha sagt, sie seien die mächtigste Schweberin, die es bei den Psychonauten je gab. Sascha hat das gesagt? Ich dachte nicht, dass er es bemerkt hat. Nun, Sie wissen ja, ich arbeite nur mit den besten Lehrern. Schmeichler, na gut, Partyzeit. Thank you.
Schau an, wer da kommt. Agentin Modello? Wo sind Sie? Im Fernsehen natürlich, da wo ich wirklich hingehöre. Schau dir meine Haare an, Schätzchen. Solche Haare müssen doch einfach ins Fernsehen. Schätzchen, Schweben ja, lernst du am besten, wenn du es einfach versuchst. Ich gebe dir eine Schwebelernerlaubnis. Sie funktioniert nur, wenn du in meinem Verstand bist. Wenn du meinen Kurs beendet hast, kriegst du das echte Teil, Baby. Zeig mir aber erst, dass du weißt, wie man es benutzt. Oh, jetzt wird's interessant. Drücke E, um zu schweben. Und jetzt spring hier hoch und folge mir, Schätzchen. Na also. Cool. Ich glaube, ich hab's raus. Ach ja, wie war das vorhin mit unnötig schwer? Bei diesem letzten Versuch musst du wirklich richtig fliegen. Wenn du oben in der Luft bist, benutze deine Gedanken als Ballon, um zu schweben. Spring nach diesen Ringen so hoch du kannst und beginne dann das Psi-Schweben. Hab keine Angst, Schätzchen. Mache einen Kugelhüpfer und drücke dann auf Shift in der Luft, um über die... Löscht du mich wieder zurück? Diese Einblendung da, die ist jetzt aber auch unnötig. Warum geht die nicht weg? Das nervt, also diese Einblendung da nervt jetzt. Ich hab's doch jetzt begriffen. Diese Einblendung, warum geht die nicht weg?
Warum geht diese Einblendung jetzt nicht weg? Ah. Das ist ein Teleporter. Diese Einblendung geht nicht weg und das nervt. Das nervt jetzt irgendwie. Warum das da unten nicht weggeht? Ich wete. Blendung ist nervt, die Mechanik nervt. Also das nervt jetzt wirklich extrem. Kann man das nicht irgendwie abstellen jetzt? Nee. Na klasse. Na ja. Fast. Jetzt müssen wir uns natürlich mal wieder umdrehen. Aber anderswo wird bloß immer kurz eingeblendet, was man machen muss und was man drücken muss. Und jetzt hier ist es jetzt die ganze Zeit eingeblendet. Aha. Geschafft. Wer sagt's denn? Hervorragend! Schön, jetzt mal unter uns. Dieser Teil der Party ist ziemlich öde. Finde mich auf der anderen Seite der Party und du kriegst ein echtes Abzeichen dafür. Ein Mädchen darf man nie warten lassen, junger Mann. Mua. Was müssen wir jetzt machen? Ich hab sie gar nicht verstanden. Bleib hier auf der Kugel, Res, wenn du höher kommen willst. Und sieh zu, dass sich diese Ringe drehen, Mr. DJ. Hä? Was muss ich machen? Du bist das Salz in meiner Suppe, Liebling. Folge jetzt einfach den Blumen und immer schön weiterrollen. Das ist das Thema dieser Party. Uiuiui. Komm, wer ist ja besoffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss mich orientieren. Den Blumen folgen. Mir wird schwindelig.
Gott, ist das scheiße jetzt wieder mal. Oh Mann. Was haben wir da eigentlich? Ach ja. Gefällt mir nicht. Optisch gefällt mir das, aber spieltechnisch total blöd. Ja, wie geht's jetzt weiter? Super. In dem Moment, wo ich nämlich das hier mache, bewegt sich's nämlich. Ich drücke jetzt gerade überhaupt nichts, bewegt sich von selber. Das heißt, ich muss hochspringen und dann, wenn ich jetzt hochspringe und fliege, in dem Moment, wo ich irgendwas berühre, ist die Flugding schon wieder weg und ich bin da. Und es ist alles rund und es ist irgendwie immer im Blick und im Gesicht. Und ich will bloß, ich soll auf die Blumen wahrscheinlich drauf, ne? Soll auf die Blumen wahrscheinlich drauf. Wenn ich jetzt das hier mache, fange ich an zu. Aha. Aha. Okay. Und wenn ich runterfalle, dann war alles für die Katze. Aha. Oho, oho, oho. Nein! Ach.
Fantastisch! Du hast echt Stil, junger Mann. Falls du je abstürzen solltest, was ich nicht hoffe, lege ich hier eine Rückkehrkugel für dich hin. Spring einfach dort hinein, um rasch wieder hier raufzukommen. Das ist sehr nett. Schätzchen, schweb mal hier rüber, ja? Diese Ringe drehen sich nicht und sie ruinieren mir meine Party. Denke daran, das Psi-Schweben einzusetzen. Wenn du mal fällst, landest du dann wenigstens nicht so hart. Was muss ich jetzt machen? Ach cool, eine coole Tanzparty. Bilder mal einsammeln. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Okay, was muss ich dazu machen? Ich hab schon gucken. Also ich muss durch diese Ringe. Heute muss ich nur da durchspringen. Da runterspringen. Ja, den Punkt muss man wieder mal treffen, ne? Oh Gott! Nee, ich bin doch... Ja, danke. Okay, was muss ich... Muss ich durch diese Ringe... durch, oder? Ja, jetzt... Wahrscheinlich muss ich durch den oberen Ring zuerst. Ich muss durch die Ringe wahrscheinlich durch. Denke ich mal. Au, das tönt total ab. Ja, das ist so dämlich. Ich muss diese Blume auch erst da treffen und von der Blume dann da durch die drei Ringe. Oh Mann. Also das ist wirklich Psycho. Oh.
Schüsse kann ich auch verbrauchen. Ach, wie nett. Jetzt ist die Frage. Ja, keine Frage. Ach, wie nett. Dankeschön. Sind die Ringe weg? Kann ich jetzt da drauf springen einfach? Danke, Schätzchen. Das ist gleich viel besser. So, und jetzt noch ein wenig höher. Sieh dir mal die ganzen Leute an. Ach, langsam kommt Stimmung auf. Siehst du diesen Aufwind, Schätzchen? Spring hinein, schwebe und sieh zu, wo er dich hinbringt. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Ich werde wahrscheinlich dahin müssen. Und jetzt? Wohin jetzt? Daniel, ach du Scheiße.
Tja. Wenn man sich ein bisschen verdrückt, ist man schon weg vom Fenster. Wir Lambada tanzen. Ich muss noch mal erstanden. Ich probier's. Was habe ich zu verlieren? Willst du da rein? Dieser Raum ist nicht besonders lustig. Lass uns gehen, Baby. Milas Kinder. Oh, böse Erinnerungen. Bier gespielt und zu essen gemacht.
Und dann ist es abgebrannt. Oh nein. Uff. Nein, da willst du ganz bestimmt nicht rein. Das da ist ein Partykiller. Doch, da gehen wir jetzt rein. Aha. Schätzchen, was machst du hier unten? Die Party findet oben statt. Dein Glück, dass ich meine Albträume unter Kontrolle habe. Glaube mir, diese Dinge entführen dich in eine Welt der Schmerzen. Jetzt aber schnell, zurück zur Party, okay? Schätzchen, wenn du einen Raum zum Kuscheln siehst, bist du hier völlig ab. Okay, jetzt, wie kommen wir mal weiter? Wie kommen wir mal weiter? Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass man hier was ist das?
Anfeuerung wieder. Okay. Wo muss ich... Das ist doof. Wo muss ich hin? Ich muss da hin. Da. Das hat jetzt voll viel gebracht. Ich bin überzeugt, da drüber tanzt noch einer. Da muss ich vielleicht hin. Kann ich da hinfliegen? Vielleicht, wenn ich da oben bin, wahrscheinlich. Ja, das Spiel macht es einem nicht einfach. Toll. Ach, wie geil. Schön. Ja. Okay. Kann ich zu dem direkten überfliegen? Warum fliegst du nicht? Oh Mann, das macht jetzt irgendwie keinen Spaß mehr. Ich muss definitiv darüber. Denken dran, den Überzug direkt den Überzug fliegen. Muss ich da rein? Ja, der hat ja was rausgepustet. Scheiße schwer. Boah, mich nervt es, wenn man immer dasselbe machen muss. Truhenanhänger. Jetzt muss ich aber mit dem Truhenanhänger wieder zurück, um die Truhe aufzumachen. Ja. So, liebe Truhe, wo bist du? Da. Hier brauchst du einen Sporttaschenanhänger. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Habe ich denn nicht jetzt eigentlich gehabt?
Der gar nicht. Warum machst du das jetzt nicht? Ich war drüber. Taschenanhänger habe ich auch diesen Hutschachtelanhänger. Ich denke, dass ich da aufgehe. Vorsicht, Schätzchen. Wenn du nicht auf der Kugel bist und in den Kreis kommst, wirst du kein Star, sondern siehst Sterne. Was ist euer Problem, hä? Ich hab doch...
kapier's nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kapier mal wieder nicht, was ich machen soll. Anscheinend Dohi, aber das ist so dermaßen dämlich zu steuern. Also es tut mir leid, aber irgendwie das Spiel wird immer dämlicher. So, jetzt bin ich da. Hauen wir die Lava-Lampe halt kaputt. So. An oder ist das blöd? Ja, da, ja. Sieht schon mal auf jeden Fall interessant aus. Ja.
Das bringt auch nicht weiter. Ziemlich cool, aber man kommt nicht weiter. So, jetzt ist die Frage, da muss man noch. Aber wie kommt man da hin? Ganz oben bin, vielleicht einfach fallen lassen. Nee, einfach fallen lassen bringt nichts, dann fallen die Kerze gerade runter. Geht nicht. Ich muss doch nur. Da ist gar nichts, ne? Oh, da sind ja mehrere von denen. Das sind bestimmt so Sprungdinger und da muss man da irgendwie da und da noch. Oh mein Gott! Wer denkt sich denn sowas aus? Ich komme da nicht weiter und wenn man jetzt abbricht, ist der Spielstand wahrscheinlich weg, ne? Da kann man speichern. Doch, man kann speichern. Milas Tanzparty. Okay, ein Versuch noch. Und da
dann werde ich anders mal weiterspielen, weil ich komme hier irgendwie nicht weiter. Und jetzt. So. Okay. Vorsicht, Schätzchen. Wenn du nicht auf der Kugel bist und in den Kreis kommst, wirst du kein Star, sondern siehst Sterne. Ich hab's geschafft. Oh Gott, sag mir bitte nicht, dass ich das nochmal machen muss. Okay, wir speichern nochmal. Sagen wir mal erstmal Druckbilder ein und dann. Gucken wir, wie wir jetzt da. Wahrscheinlich auf dem Dings dann entlang kleiden und dann wird es wahrscheinlich irgendwie. Geht's. Und kommt, man kommt dann irgendwie nicht mehr runter. Aha. Jetzt ist die Blume weg und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Okay, ich werde wahrscheinlich da hochfliegen müssen dann. Okay.
Ja, wo muss ich hin? Hä? Ja, ihr seid Helden. Wo muss ich denn hin jetzt? Ach, das ist eine andere Party da wahrscheinlich, ja? Das ist dasselbe wie vorhin. Niemand mehr was? Hey, willst du tanzen? Geh lieber weg, sonst dreht mein Freund James völlig durch. Er ist so eifersüchtig und beschützend. Okay. Also ich nehme mal durch, ich muss drüber jetzt. Dann mache ich doch das jetzt. Oder auch nicht. Tja. Ich glaube, wenn wir oben bei der Party sind, machen wir dann hier mal einen Break. Warum komme ich jetzt da nicht drauf? Ich speichere hier jetzt und dann machen wir für heute Schluss. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Psychonauts Milas Tanzparty. Und ich finde, wir sehen cool aus. Bis dann. Bleibt neugierig und spielt Psychonauts, ja? Und abonniert den Kanal und ja. Oh, Rasputin tanzt. Cool. Oh, wollen wir mal ein bisschen tanzen lassen? Jetzt was ausprobieren. Wenn man den stehen lässt eine Weile, tanzt er dann da oben auch. Das wäre dann noch cooler. Ich probiere es nochmal.